Vielleicht ist es gar nicht offen. Wo irgendwo ein Kopf da ist, muss Leitstelle, glaube ich, besetzt sein. Oder war da nicht sowas? Ist das eine Pflanze? Was macht er denn da? Logan. Das war auf jeden Fall Logan. Ich kenne die super. Yo. Yo. Was machst du denn, Mann? Wir wollten gerade alle zum Meeting Point und dann habe ich dein Auto vorbeifahren sehen. Hm. Also ich stand gerade bei einem Meeting Point. Jo, da war ich schon. Okay. Was hast du vor? Schauen, was man da so essen kann. So, okay. Verkehrt. Und irgendwas gegen meine Langeweile machen oder so. Ich guck mal nach. Langeweile? Jo. Och nein. Ja, was dann? Das ist doof. Nicht cool. Ja, man kann ja nicht so viel machen, so. Ja, ich... Ja, war klar. War ja klar, dass zu ist. Jo, das war klar, dass zu. Hat geschlossen. Jo, hab ich auch gehört. Oh Mann. Ja, das ist ja schade. Alter, ich hab so eine Idee, ne? Ja, okay. Willst du hier drüber reden? Ja, das ist ja egal. Ach so. Okay. Hier ist ja eh keiner. Und wenn, ist das auch egal. Also. Also. Ich rufe ja immer unbekannt an, richtig? Ja. Okay. Wenn. Nehmen wir mal an, so, mir würde irgendwas passieren und ich müsste dich anrufen. Ja. Ja, dann kann ich ja meistens nicht so einfach sagen, was Sache ist. Jo? Das ist richtig. Also, wenn ich dich irgendwann mal anrufen sollte und da steht kein Unbekannt dran, dann weißt du, dass da irgendwas faul ist. Jo? Okay. Das muss ich mir merken. Alter, als ob du dir das nicht merken kannst. Ich rufe immer unbekannt an. Immer. Na gut, okay. Und wenn du nicht unbekannt anrufst, jo, dann ist irgendwas verkehrt. Jo, richtig. Alter, ist das nicht gut? Das ist fast, also es ist fast genauso so clever wie die Geschichte mit dem Geld, was wir da gemacht haben. Ja, weil so kann, so rafft das der andere nicht. Ich sag dem nur so, ich muss mein Handy auf nicht unbekannt machen, weil sonst gehst du nicht ran oder so. Und dann. Ja. Ja, ja, ist nicht verkehrt. Nur andersrum schwierig. Du bist echt ein Fuchs, ey. Alter, man weiß ja nie. Ja, ist schon richtig. Yo, Mann, ich bin die Leitstelle. Yo, was kann ich tun, Mann? Mein Auto orten. Alles klar, Moment. Ich habe eine neue Sache da auf dem Handy. Ja, Moment. Ich brauche noch das Kennzeichen so. Moment, Fahrzeugpapiere. Gerade mal auf Seite kommen, bitte. Yo. Trixi noch gefeiert? Fahrzeugpapiere. Ja. Hast du noch einen Schädel? Ja. Hört man. Und noch ein bisschen was anderes. Ah, ja, ich auch was. Wo seid ihr denn? Wo habt ihr denn ungefähr so verloren? Hier ist nochmal mein Führerschein. Ja, in der Nähe vom H&M Vanilla Unicorn. Alles klar. So kennst du ihn, der Tattoos entfernen lässt. Tattoos entfernen? Ja, alles klar. Kannst du deine Karte öffnen? Ja. Jo, du siehst doch da die Tankstelle, oder? Strawberry Ave. Jo? Ja. Ja, dann musst du da die Straße Richtung Süden runter. Richtig, und ich halte mich mit dir. Weiter runter, also nicht bei der Kreuzung, also so ungefähr da, wo... Alter. Ja, wie beschreibe ich das dann? Das ist gar nicht so einfach. Also die Straße überhalb von Bloods und Grove, so. Mhm. Da steht das irgendwo. Und, Sie sind Officer Hope? Jo. Okay, dankeschön. Kein Problem. Ja, dann los suchen. Und die Uniform? Ja, hab ich im Kleiderladen vergessen. Die Will ist eh hübscher, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, was die Cops also, tragen, wenn, geht gar nicht. Also wenn die Polizisten alle so rumlaufen würden, würde ich mich auch mehr freuen, wenn die mich mal anhalten würden. Dann würdest du aber auch jeden anbaggern. Wow, ich gehe mal kurz rein. Alter, was für ein Kompliment. Jo, da ist keiner, ohne Scheiß, Mann. Wie, da ist keiner, ohne Scheiß, Mann. Jo, da ist keiner.
Ohne Scheiß, Mann. Das ist zu. Oh, wow. Was für ein Verein, Mann. Ja, aber gut, da will ich auch keiner hin. Ich würde mein Auto einparken und dann schauen wir mal. Außer du hast was anderes vor. Nö, gerade nicht. Was machen denn deine Jungs? Park mal. Ja, dann parke ich schnell schon mal ein. Partyschläfchen. Wollen wir ein Boot kaufen? Oder erstmal gucken, was sowas kostet. Weil, soweit ich mich erinnere, wolltest du auch mal eine Bootstour machen, also. Ja. Jo. Alter, der eine Kerl kann vielleicht nicht. Welcher? Kenn ich den? Nee, den habe ich neu kennengelernt. Achso. Der ist genauso lang hier wie ich. Der kennt noch nicht so viele, das ist gut. Ja, ist eigentlich perfekt. Jo. Aber der meinte, er schreibt mir. Vielleicht kann er erst um 10, aber das wäre schon sehr spät, ey. Das wäre echt spät. Ich meine, 10 geht auch, wenn ich weiß, er kommt sicher. Aber ich weiß nicht, ja, wie die anderen Jungs Zeit haben. Ja, warte. Ja, ich warte. Oh, ich glaube, mich ruft gleich jemand unbekannt an. Ich bin mir nicht sicher. Oh. Guten Tag, hier ist die Platzleitstelle. Wie kann ich sie töten? Jo, wir haben Mojo entführt. Holy shit! Das geht ja schon gut los mit den Preisen hier. Wolltest du nicht ein Auto kaufen? Ja. Gucken tun wir doch nur. Achso. Zum Glück wird man von Gucken nicht arm. Oh, dann wäre ich echt mehrere Millionen im Minus. Alter. Jo, ich bin dafür, du kaufst diese Yacht, Mann, für 5 Millionen Dollar. Bin dafür, ich kaufe mir dieses U-Boot. Ja, dafür bin ich auch. Und die Yacht. Das Segelschiff oder das... Alter, Holy, schau dir die scheiß Yacht an. Ist sie nicht geil? What the fuck? Okay, jetzt habe ich ein Ziel. Was? 5 Millionen jetzt Dollar? Ich ein Ziel. Und die Yacht? Ja. Definitiv. 5 Millionen Dollar für die Yacht. Ist mir scheißegal, das werden geile Partys. Ja, das ist schon... Das ist schon geil. Alter Schwede. Alter, du sollst nicht so viel arbeiten. Scheiß Ziel. Nimm dir Ziel, Jo, ich hab ein Ziel für dich. Das nächste. Fahr jetzt mal noch was anderes an. Der Jetski. Ja, den Jetski, den kann ich mir jetzt schon zweimal kaufen. Für einmal. Ich kann mir den Jetski zweimal kaufen. Ich kann mir den Jetski zweimal kaufen. Vielleicht sogar dreimal. Doch. Ja, aber bevor du so ein U-Boot, hast du nicht irgendwas gesagt mit Taueranzügen, Mann? Ja. Wie teuer sind die denn? Ich glaube, bis du so jemanden findest, der dir so einen verkauft. Ja. Bist du noch ärmer dran als was weiß ich. Ja, aber MJ weiß doch alles. Weiß er alles? Bis jetzt schon. Alles, was wir gesehen haben, wusste er schon. Ja, muss ja nicht heißen, dass er auch weiß, wie man... Für mich ist MJ allwissend. Ach so, okay. Wenn er das nicht weiß, dann weiß es niemand. Macht Sinn. Ja, kannst du ihn so ausrichten. Also frag ihn mal danach. Ja. Und wenn er es nicht weiß, dann soll er so tun, als ob er es weiß. Mein Glaube darf nicht verloren gehen, so. Jetzt denk mir einfach eine Story aus und dann erzähle ich dir die und so, boah, Alter, MJ ist echt allwissend. Ja, eben. Alter, die ist schon geil, ey. Die Yacht ist echt verkehrt. Drücken wir es mal so auf. Alter, kann ich wissen. Boah. Wahrscheinlich kannst du noch irgendwo einen Jetski einparken oder so. Und das... Mhm. Das sieht schon krass aus, ne? Aber dieses Tropic-Boot, ja, du musst für so eine Yacht halt auch unterhalb zahlen, auf jeden Fall, bestimmt. Ja, welches? Das auf der letzten Seite. Wo ganz entspannt chippern. Ja, das ist das in Mini. Ja, genau. Der kleine Anfang. Ach so. Aber als ob jemand. Ich hab noch niemanden gesehen, der ein Boot verkauft, so. Ja, auch nicht. Und vielleicht kriegst du das günstiger oder sowas. Muss man nachfragen. Ja, genau.
Anstatt für 22 so 18? Ja, freundlich. Man freundlich ist bestimmt. Weil der sieht eher unfreundlich aus, also bin ich auch nicht freundlich zu ihm. Ja, zu dem ja nicht, aber vielleicht jemand anderes, der ein Boot hat, so. Ja, aber ich hätte erst ihn gefragt, ob er es vielleicht günstiger macht und dann jemand anders. Schwimmt da hinten was? Oh. Na doch, eine Boje oder so. Ja, da links ist auch noch eine. Alter, hier gibt's voll viele Inseln. Ja. Warst du schon mal auf einer? Nee. Wie lange bist du schon im Start? Anderthalb Monate, jetzt bald wahrscheinlich zwei so, ne? Wenn ich vorher irgendwas passiert. Und du warst noch nie auf so einer Insel? Nein. Warum soll ich allein auf so eine Insel gehen? Ja, ihr habt ein Heli und alles und dann könnt ihr rumfliegen und auf so Inseln landen. Wir erkunden ja schon so ein bisschen, das ist schon alles. Wenn ich so, jetzt machen wir nichts mit dem Heli. Wir wollten uns doch eh noch ein Bier mix kaufen. Stimmt, das könnten wir ja eigentlich mal machen, oder? Ja. Aber ich fahre nicht so gut. Ich glaube, ich falle hin. Ja. Übung macht den Meister. Das war unten beim Maskenladen oder so. Was? Das war doch unten beim Maskenladen, oder? Weiß ich nicht. Ich guck gerade selber mal auf die Google Map. Ja. Fahrradhaus für motorisierte Zweiräder. Was ist das? Und dann gibt's auch immer noch beim Flughafen was gegen brennende Fußsohlen. Ja, aber da gab's nicht so viel Auswahl. Nicht? Nee. Ja, dann fahren wir doch mal. Ich glaub nicht, Mann. So leid es mir tut, zu den Vagos. Ach, da sind die? Ja. Wem gehört der Fahrradladen, Mann? Nee, aber die haben da in der Nähe ihr Barrio. Okay. Ja, ich kaufe ja nur ein Fahrrad. Genau. Außerdem kenne ich davon eh fast gar keinen. Geht's dir genau wie mir? Nur die da mal gearbeitet haben, so. Pokémon Crew. Alter, vielleicht sind die ja gar nicht so scheiße. Vielleicht habe ich nur die falschen kennengelernt, genauso wie Kaiser, hätte ja auch so laufen können. Stell dir mal vor, da wären so drei Kaiser gestanden. Oh shit. Warum wachst du jetzt permanent auf Kaiser rum? Das wäre auf jeden Fall schief gegangen. Das glaube ich. Kannst du kurz anhalten? Ja, alles klar, cool. Da war nur ein Vogel. So, ja. Ich dachte, den fährst du jetzt um oder so. Nee, hatte ich nicht vor. Oh, das ist hier ihr Barrio. Alles hier? Ja, das Ganze hier rechts, ja. Alter, wie groß ist denn ihr Gebiet? Weiß ich nicht, ein bisschen, ne? Aber wie sie sehen, sehen sie nicht. Ja, sag ja. Hab ich aufgegessen. Sehr gut. War lecker. Jo. Hier stehen ein paar Fahrräder. So ein Drahtesel will ich nicht. Nee, wie viel kostet der? Weiß ich nicht. Anrufen vergessen. Ja, aber das hatte ich auch gerade vor. Dachte ich mir. Ah, wo ist der denn? Ach, hier Motorräder. Da, BMX. $300. Ja, und ein Mountainbike wolltest du, oder? Eigentlich schon, weil... Vielleicht fahren wir noch mal auf ein Dingens hoch, Mount Chiliad oder so. Jo. Kostet auf jeden Fall $1000. Unten, oder? Jo. Scott. Da blättert aber jemand schnell. Jo. Ich hab mir gerade. Ja? Die Bikes angeschaut und dann war das da. Okay. Ich kann mir auch so ein Rennrad kaufen, auch cool. Ich finde den. Wo ist er? Die Sandschutz voll cool. Die grüne da. Die hat was.
Ist das nicht die, die Dings hatte? Jay oder so? Nee, nee. Jay hatte die Manches mit M. Hm. Ja, der. Oh, die sieht fast so ähnlich aus, ja. Ja. Hier stehen mir wenigstens die KMH dabei, das war gut. Und das ist nicht so schnell. Jo, welches kaufen wir jetzt? Mountainbike oder BMX? Obwohl BMX ist auch nicht BMX. So toll. Ja, ich weiß nicht. Ich will mal Kohle. Brauchst du jetzt das BMX? Jo, oder? Ja, können wir. Was kostet das nochmal? $300. Okay. Hm. Ich leg mal kurz auf. Ja. War knapp. Jo? Alter, was? Alter, was denn, Mann? Warte. Ich weiß nicht, ich habe mir, glaube ich, ein bisschen Sand in den Augen. Shit. Ich will nicht wissen, was er sieht, ey. Ja, wohin? Weiß nicht. Hast du dich schon aufs Maul gelegt? Nee. Okay. Wir können ja den Strand runterfahren oder so. Ja, ist dein Auto abgeschlossen? Nee, das mache ich jetzt. Was für eine Frage. Aber ich finde Fahrradfahren so toll. Ja, wohin? Weiß ich nicht. Mm. Ist das da vorne? Ist das eine Rampe oder so? Wo? Da hinten. Ja, sieht nicht so aus. Nee. Aber hier in der Nähe ist, glaube ich, eine. Was ist denn jetzt? Also irgendwie so springen. Oh mein Gott, irgendwie cool. Schnallst du dich bitte an? Alter, wieso? Ja, du musst lauter reden. Mach ich. Holy shit. Was hast du denn da jetzt gemacht? Alter. Alles klar. Ja, Naturtalent und so. Krass. Alles klar, ich merk schon. Shit. Du bist eigentlich gar nicht Rhea oder Hope, Alter. Sondern, Mann? Superwoman oder so. Ja. Warte, wie konnte ich denn so hoch springen? Holy, das will ich nochmal. Oh, shit! Okay, das
ja nicht gut. Alter, wie hab ich das hingekriegt? Was ist mein Fahrrad? Aua. Au. Wo ist ein scheiß Helm, ey? Oh, was? Ey, wie hab ich das gemacht? Das war voll cool. Au. Aua. Auf jeden Fall Schürfwunden. Scheiß drauf. Kennt ihr das, wenn ihr früher Fahrrad gefahren seid und hingeflogen seid? Das dann weh. Aber trotzdem sind wir weitergefahren. Okay, wir probieren es nochmal. Alter, wie haben wir das denn gemacht? Hey, yo. Ach, da bist du! Ja, ich hab mich gerade auf die Fresse gelegt, aber alles cool. Ich, ja? Okay, ich guck mal. Ich wollte nochmal gegen über diese krasse Mauer springen. Hat mich. Oh Gott. Das ist fehlgeschlagen, aber alles cool. Nur ein paar Schiffwunden. Au. Fuck. Ach, Scheiße. Warte. Geht's bei dir? Jo. Alles cool. Oh! Jo, fahr mich um. Ja, sorry, war nicht mit Absicht, Superwoman. Alter, ich krieg den Sprung nicht nochmal hin. Das war so cool, Mann. Wow! Alles klar, ich bleib hier einfach so. Alter! Oh mein Fuck. Alles cool? Jo! Okay. Alter, Leute, das macht echt komischerweise sehr viel Spaß. Ich weiß nicht warum. Au! Oh, Scheiße! Alter! Shit! Mein Fahrrad. Ja, warte. Oh. Oh, oh, oh! Yo, alles gut, Mann? Ja, mir geht's super. Aua. Oh Gott. Alter. Hast du wenigstens einen Fahrradführerschein? Da kann man Führerschein machen, Mann. Au. Okay, hast du nicht. Hast du einen? Nö. Wow. Ich brauch danach auf jeden Fall ein paar Pflaster oder so ein Scheiß. Okay. Tut's doll weh oder geht? Nee, ich hab später wieder eine lange Hose an. Das ist cool. Das sieht man da nicht mehr. Das ist natürlich blöd. Ich will da hoch. Darf nicht lachen. Ich kann mir einfach liegen. Ich bin geboren dafür. Bin geboren. Alles gut? Jo. Naja, sag grad nicht da raus. Brauchst du was? Später. Okay. Auf jeden Fall kannst du besser fahren als ich. Ja, weiß ich nicht. Kann sein. Du bist noch nicht hingeflogen. Doch. Okay, dann hab ich's nicht. Ich hab mir nur den Mund zugehalten, damit ich nicht als Memme dastehe.
Also bei diesem Turnier würde ich auf jeden Fall verlieren. Ja, ich auch. Das ist nicht mein Ding so. Nee, meins auch nicht. Vielleicht Mountainbike oder so. Ja, ganz entspannt einfach nur einen Berg hochtreten oder so. Was hast du denn jetzt? Oder runterrollen. Oder runterrollen, ja klar. Ich weiß nicht, ob man da so einfach hochkommt. Naja, hochkommt, ja okay, runter kommt es eigentlich immer, aber hoch mit dem Mountainbike sollte eigentlich nicht das Problem sein. Meinst du, bist du das schon mal? Nee, bin ich nicht, aber ich meine, das heißt Mountainbike und das ist ein Berg, also. Hm. 1 plus 1 gleich 3, deswegen. Ist hier eigentlich eine Garage? In der Nähe. Mhm. Oben die Richmond oder hier am Strand, da wo wir auch schon mal spazieren waren, wo Sean da so eine Szene gemacht hat. Ich immer. Sean hat eine Szene gemacht? Ja, warum die Schuhe auf der Rückbank waren. Ach so, ja. Der Kerl. Und er meine Schuhe angezogen hat, ja. Mhm, genau. Ich hab mir neue gekauft. Echt? Jo. Ja, ich hatte eh ja schon neue. Ich weiß auch gar nicht, wo die anderen gerade sind. Wahrscheinlich im Baller oder so, ich weiß nicht. Ja, weißt du, was er damit gemacht hat? Ja, deswegen. Ja, sollen wir Fahrräder hier stehen lassen? Können wir meinetwegen machen. Okay, da muss ich mir auf jeden Fall Pflaster kaufen. Jo, das fand ich so cool. Alter, aber der eine Sprung war richtig gut. Was, welcher von dir? Jo. Das ist gut. Übung macht den Meister. Jo, dann krieg ich auch nie wieder hin. Ja, weiß man nicht. Ich kann so ein BMX ins Ausland? Leider nein. Alter, aber wenn die da so richtig gut sind, wie du sagst, dann wird das richtig krass. Ich habe halt keine Ahnung, ob die wirklich gut sind. Also ich könnte mir schon vorstellen, weil der JB, der fährt permanent eigentlich. Wahrscheinlich nur, wenn seine Autos kein Benzin haben, aber sonst. Aber sonst sieht man ihn auch oft auf BMX. Hm. Wenn er da so eine Halfpipe, so ein paar Flickflacks macht oder wie man die Scheiße nennt, dann. Alter, kann er sowas? Weiß nicht. Das wäre krass. Das wäre richtig krass. Ja, das stimmt. Hätte was. Mhm. Auf jeden. Weißt du, was mir super schwer fällt? Nicht was? Irgendwas zu fragen. Also. Nee, warte. Wie sage ich das richtig? Ja, warum bleibst du jetzt stehen? Du hast gesagt, warte. Ja, wenn ich dich irgendwas frage wegen so dir und deinen Jungs so. Ja. Dann kommt das doch immer wie Ausfragen rüber, oder nicht? Naja, was heißt Ausfragen? Ich weiß ja, sag ich mal, was ich sagen kann und was nicht. Was kannst du sagen, was kannst du nicht sagen? Das, was du weißt, konnte ich sagen. Und was ich nicht sagen konnte, habe ich nicht gesagt. Okay. Halt so richtig ganginterne Geschichten, weißt du? Was niemandem was angeht. Weiß nicht. Das ist... Zum Beispiel, welchen Rang du hast oder so. Beispiel. Und wie viele ihr seid und ja. Hab ich ja gesagt, 48. Ist klar. Kommst du gerade auf das Thema? Hm. Ich meine, du weißt schon, dass ich dir vertraue und so, ne? Also. Ja, weiß ich. Ja. Ich weiß eigentlich auch, dass du mir vertraust, so, weil den Crips, die Geschichte, dass du mir das auch gleich gesteckt hast und so, da waren alle auch, sage ich mal, ein bisschen baff. Glaube ich. Hm. Ja, ich wusste nur nicht, ob die, wie deine Jungs so reagieren, so, aber es war mir eigentlich in dem Moment egal. Dass du mich anrufst und mir das sagst, oder? Achso, du meinst das. Ich dachte mit den Crips, Mann, an dem Stein. So, nee, das, puh. Alles cool. Alter. Ist halt so. Ohne Scheiß, wenn da... Du hast mir erzählt, ihr habt die zerstört. Auf einmal stehen die da. Ja, ich weiß auch nicht, wo die auf einmal herkommen. Ich check das doch selber nicht.
aus welchem Sumpf die gekrochen kommen. Das ist, da sind wir ja alle noch am Rätselraten. Und so gut sind wir nicht in Rätselraten. Du. Ja, ich glaube, einige waren untergetaucht so. Kann sein. Und ich glaube, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Schwierig. Ja. Du hättest gedacht, ich würde dir das nicht erzählen. Was mit den Crips? Jo. Nein, ich hätte schon erwartet, also ich habe wirklich erwartet, dass du mir sowas erzählst, wenn du solche Infos weißt. Gerade sowas, was auf Bloods Crips bezogen ist. Ja, vor allem, wenn die sagen, die Crow braucht neue Nachbarn. Ja, weil, ich soll jetzt nicht falsch klingen, aber ich meine damit, ich bin nicht auch mit gemeint, ne? Jo, eben. Nicht vergessen. Logan fährt. Aber Alter, du hattest lang keinen Unfall mehr. Oh, jetzt hast du es gesagt. Das hat er nicht mit Absicht mitgenommen. Die hat er nicht gesehen. Was können wir denn noch machen? Oder hast du gerade irgendwas vor? Halte ich dich mal was ab? Nee. Ich kenne nicht so viele wie du. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe zwar ein paar im Telefonbuch, aber ich habe jetzt nicht mit allen tagtäglich Kontakt oder so. Okay, dann sage ich es anders. Ich habe niemanden, die mich anrufen, die sagen, yo, komm jetzt. Außer die vielleicht die Jungs. Aber die habe ich jetzt angerufen. Ja. Also ich glaube, da bist du beschäftigter als ich. Außer vielleicht heute Abend. Kann sein. Vielleicht außer bin ich auch dabei. Beschäftigt. Jo. Wo fährst du denn jetzt hin? Ich will mich mal ein bisschen umgucken. Ich war hier noch nie in der Tiefgarage. Klingt auf jeden Fall gut hier drin. Ja, und das ist Stufe 1. Was? Das war Stufe Nummer 1. Ja, jetzt kommt Stufe Nummer 2. Und dann Nummer 3, dann Nummer 4, dann Nummer 5 und 6, 7, 8, 9, 10. So viele gibt's? Nee, keine Ahnung. Ich war ja noch nicht. Ich schätze, es gibt 5. Was sagst du? Willst du wieder wetten? Jo. Alter, ich hab recht. Okay, du hast recht. Alter, wie gut bin ich? Jetzt haben wir nur noch keine Wette ausgemacht. Jo, ja. Das war zu. Du warst zu schnell. Verdammt! Wir müssen ein anderes suchen. Nee, dann verliere ich nur. Falls du lebensmüde bist, ne? Nee. Alter, wenn das umkippt. Denk nicht. Wollen wir ein Stück vorfahren, oder? Mhm. Ich? Hast du etwa Angst? Ja, dein Auto ist nicht so leicht und ich habe vielleicht heute schon was gegessen. Alter Logan. Ja? Du weißt nicht, wie stabil dieses Schild ist oder unstabil. Hast ja recht, entspann dich. Ich hänge noch so ein bisschen an meinem Leben. Ja. Was war das Beste, was du je schon mal erlebt hast? So, hier. War das Coolste? Hier? Jo. Das Coolste. Mhm. Puh. Also, ich glaube, so für mich persönlich, dass ich halt MJ wieder getroffen habe, ne? Weil das war halt schon so ein Erlebnis. Ich habe ihn echt lang nicht mehr gesehen. Und dann treffe ich ihn halt an der Meeting Point wieder. Kommt so ins Gespräch und man fragt so, jo, warst du schon mal in anderen Staaten? Und dann längere Gespräche habe ich dann halt festgestellt, dass es wirklich MJ ist. Und das war halt irgendwie schon so ein krass, für mich, sage ich mal, für mich selber so ein Erlebnis, so holy shit. Ich dachte, er wäre tot oder was weiß ich, weil... Habt ihr einfach Kontakt abgebrochen gehabt oder was? Ja, wir mussten halt von der Insel runter, ne? Ging halt nicht anders übrig, also... Kam Tsunami, der hat die Insel überschwemmt und... Krass. Ich wusste halt nicht, ob er es, sage ich mal, runtergeschafft hatte. Oder nicht. Das ist krass. So, ja, und wir hatten halt schon immer ziemlich viel zu tun. Genauso wie Kaiser. Ich auch nicht.
Jo, Kaiser oder, auch? Oder Tommy, ja. Kaiser, Tommy, MJ. Alter, dann kennst du ja schon voll viele. Von früher. Ja. Noch froh, dass ich die wiedergefunden habe, sag ich mal. Also, dass die noch leben, auf jeden Fall. Gab's da schon die Blatt so? Als ich hier ankam? Jo. Ja, da gab's schon die Blatt. Auch MJ als OG? Okay, darf ich das nicht wissen? Alles klar. Ist okay. Doch war er. Soweit ich weiß. Zu dem Zeitpunkt wusste ich ja nicht mehr groß, dass er so zu einer Gang gehört. Das habe ich ja erst später so gesehen erfahren, was die halt alles machen. Und sag mal so, ich hatte nie vor, eine weiße Weste zu haben. Dann war ich halt mal öfter dabei. Ja. Das war so gesehen, finde ich, für mich persönlich eines der schönsten Erlebnisse.